Höchste Konzentration bei Philipp Lahm, der Kapitän beim Baseball im Wrigley Field. Auf der US-Tour seiner Bayern eröffnet der 32-Jährige das Chicagoer Derby zwischen den Cubs und den White Sox. Es ist eine Anspannung da, muss ich ehrlich zugeben, weil wenn man ins Stadion kommt und Fußball spielt, ich weiß, dass ich Fußball spielen kann, bei so einem Wurf über, ich würde mal sagen, so 20 Meter, gefühlt noch weiter, das weiß ich nicht, ob ich das so gerade hinbekomme und Gott sei Dank ist es einigermaßen gelungen. Solche Termine sind für den Rekordmeister wichtig. Ob Philipp Lahm beim Baseball oder NBA-Stars beim Spiel mit Ribéry, Alonso oder Martinez. Es kommt an bei den Amis, Go West auf Bayerisch. Karl-Heinz Rummenigge sieht sich allerdings auf einer größeren Mission. Ich glaube, der Fußball in Amerika ist auf einem guten Weg. Ich habe gehört, dass mittlerweile 70 Millionen sich mit Fußball befassen, 25 Millionen davon spielen und ganz speziell natürlich viele Hispanos, die aus Südamerika kommen oder aus Südeuropa, die hier leben. Der Fußball ist auf einem guten Weg, glaube ich, und es ist gut, dass dann große Clubs wie Bayern München oder Inter Mailand, AC Milan, Real Madrid, wie sie alle heißen, herkommen und den Fußball auf die Art und Weise natürlich auch unterstützen können. Und dann wird auch noch gespielt. Das zweite von drei Testspielen in Charlotte, der FC Bayern gegen Inter Mailand, am Ende ein souveränes 4:1. Ein sehr gutes Gefühl. Ich denke, wir haben das auf den Platz bringen können, was wir uns vorgestellt haben. Vor dem Spiel, speziell in der ersten Halbzeit, haben wir, glaube ich, sehr gut unser Spiel umgesetzt und ausgeführt. Und ich denke, dass wir nach dem Spiel zufrieden sein können. Unser zweites Spiel in den Staaten. Eine sehr gute erste Halbzeit. In der zweiten waren wir dann relativ müde, aber insgesamt war das super gegen einen wichtigen Gegner. Yeah, the result was amazing against an important team. We are working, of course. This is a moment where we have to. Wir arbeiten und sind in einer Phase, in der wir einfach spielen müssen, um uns weiterzuentwickeln. Fitness und Organisation stehen im Vordergrund. Wir haben nicht viele Spieler hier, aber die, die da sind, machen das toll und entwickeln sich weiter. Well and are improving their condition. Es läuft also nicht nur im Marketing rund beim FC Bayern. Zwischen Times Square und Wrigley Field wird auch noch trainiert. Fortschritte, auch wenn die Nationalspieler in den USA noch fehlen.